Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Florian Friedrich befreit und aktiv. Heute das dritte Mal ein kleines Q&A. Ich habe gestern bei Instagram ein paar Fragen gestellt bzw. eine Fragerunde eröffnet. Ihr habt mir eure Fragen geschickt und ja, heute wollte ich wieder mal fünf mir raussuchen und mir sie ja im Video etwas ausführlicher beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an und fangen mit der ersten Frage an. Ich habe ja ein paar Vitamininfusionen letzten Wochen bei Instagram in meiner Story immer wieder gepostet, die wir hier in der Praxis machen. Und da gab es aber ganz, ganz viele Fragen zu. Und eine davon ist, Vitamine spritzen nur IV oder IM? Die Infusion geht natürlich im Optimalfall, wenn die Nadel gut liegt, in die Vene und nicht daneben. Dann würde es auch mal IM gehen vielleicht. Aber die Frage zielt ja darauf, ob man auch mal IM was spritzen kann. Ja, es gibt durchaus Vitamin B12-Komplex zum Beispiel, kann man IM spritzen, so als kleines Depot. Das geht schon. Und dieser akut hohe Bedarf, den man da decken möchte über diese Infusion, die gehen natürlich nur über die Vene. Und da war auch eine Frage gleich dahinter von einem anderen. Supplementiere auch Vitamin. Ja, wenn du, da geht es darum, der supplementiert oral die Vitamine. Ich fasse die mal zusammen, die Frage als eins. Also ja, es gibt IM die Möglichkeit, einige Vitamine zu spritzen, unter anderem dieses B12. Und nein, wenn du es oral zu dir nimmst, ist natürlich nicht die Verfügbarkeit so hoch, wie wenn du es IV machst. Und ja, das muss man bedenken. Darum gehst du natürlich um den Verdauungstrakt und so weiter und so weiter. Von dem her ist es viel, viel effektiver, wenn du es über die Vene dir zuführen lässt, dann im Optimalfall. Und machst du Atlas-Therapie? Kann man bei dir Atlas-Therapie machen? Ja, für diejenigen, die sich fragen, was ist das? Der Atlas ist der erste Halswirbel, und da gibt es, wenn man mal durchs Internet geht, ganz, ganz viele Anbieter, Therapeuten, Ärzte, die im Prinzip eine gesonderte Atlas-Therapie mit den Leuten machen, beziehungsweise eine solche anbieten. Und da wird ganz, ganz oft auch ein bisschen Humbug mit gemacht, denn das wird teilweise als das Mittel gegen alles genommen. Das heißt, du hast sonstige Erkrankungen, es kann an deinem Atlas liegen, der verschoben ist. Kommen Sie zu mir, wir machen die Therapie und Ihnen geht es besser. Ich heile sonst was damit. Das ist natürlich Quatsch. Die Atlas-Therapie als solches, was meint der Patient jetzt oder der Fragende damit? Ist jetzt für mich schwer zu begreifen. Hat der Schwindelprobleme? Hat der ein Kribbeln in den Armen, in einer Hand? Hat er Kopfschmerzen, Sehstörungen vielleicht sogar? Das alles kann natürlich durch so einen blockierten, verschobenen Atlas oder Axis, der zweite Halswirbel, oder in der Kette auch weitere Halswirbelblockaden vorkommen. Und ob man das jetzt Atlas-Therapie nennt, wenn man den Atlas korrigiert und die Muskulatur dort oben bearbeitet, sei mal dahingestellt. Aber ja, mache ich natürlich, ist Teil absolut von meiner Behandlung, wenn da ein Problem ist. Ganz, ganz wichtig ist dann, dass man nicht nur den Atlas behandelt, sondern auch die Strukturen, die an dem Atlas dran sind, die Muskelgruppen, die kurzen Nackenmuskeln, Zungengrundmuskulatur, also ganz, ganz viel an Strukturen, die da ansetzt, auch mitbehandeln und nicht einfach nur den Atlas korrigiert und sagt, that's it, das war's. Ich bin kein großer Fan, vielleicht kennt derjenige, die Frage gestellt hat, auch solche Geschichten von so Gerätschaften für die Atlas-Therapie. Da gibt es irgendwelche elektrischen Werkzeuge, sage ich mal, die das Ganze korrigieren möchten. Das finde ich nicht so optimal, aber grundsätzlich, wenn der Atlas ein Problem hat, behandle ich ihn auch, ja, ganz klar. Formulaturen bei dir möglich? Finde ich auch ganz schöne Frage. Eine ganz schöne Frage, weil die sehr häufig kommt, beziehungsweise Praktikum, ob das möglich sei. Das ist momentan nicht möglich, weil es einfach vom Ablauf her in der Praxis, also in der Klinik sowieso nicht, aber da hat man natürlich andere Möglichkeiten. Na klar, kann man da Formulaturen machen als Medizinstudent beispielsweise, in der Sportmedizin oder in der Handchirurgie, wo ich gerade bin. Aber bei mir in der Praxis nicht, weil das ein bisschen schwierig vom Ablauf her ist. Ich wurde auch sehr, sehr oft gefragt und ich will das auch irgendwie mal versuchen umzusetzen, dass mal ein, zwei Leute mal ein paar Tage mitkommen, mitgucken, mitlaufen können. Aber das ist zurzeit in der Hektik des Alltages nicht so richtig gut möglich. Und dann bin ich auch noch sehr, sehr viel unterwegs, aktuell wegen der Krise ja nicht, aber normalerweise, wenn ich dann irgendwie im Flieger bin, ist die Woche schon so zerhackt, dass das ganz, ganz schwer ist, da irgendwie
mithalten zu können, einfach weil das dann terminlich schwierig wird für denjenigen. Der weiß ja gar nicht, wann ich wo sein muss. Ganz viel ändert sich bei mir. Ich bin ja, wie gesagt, mache ja viel mit Sport und da ist es ganz oft so, dass irgendwie ein Trainer einer Mannschaft ein Training verlegt und dann bin ich doch irgendwie an einem anderen Tag da oder an einem anderen Zeitfenster. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich möchte das auf jeden Fall mal machen und ich möchte auch eigentlich mal vor allen Dingen für Therapeuten Fortbildungen anbieten für so ein paar Geschichten, die ich so mache und habe da auch von euch bisher immer gutes Feedback bekommen. Falls hier einer von euch Therapeut ist oder Therapeut werden möchte, Physio, Osteopath, Chiropraktiker, was auch immer und Interesse an sowas hat, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet, dann weiß ich da Bescheid und kann mir mal ein bisschen mehr Gedanken machen. So, was haben wir noch für eine schöne Frage? Ich würde sagen, die ist gut. Leide sehr oft unter Verspannungen im Rücken und im Nacken. Dehne mich sehr viel. Was kann ich tun? Ja, wer regelmäßig beziehungsweise die ersten zwei meiner Q&As geguckt hat, ich glaube, einmal habe ich sowas zumindest schon beantwortet. Ganz, ganz typische Frage. Natürlich kommt sehr, sehr häufig. Ja, dann scheint einfach noch ein Problem zu liegen, was du noch nicht beseitigt hast oder was du noch nicht beseitigen konntest durch deine Übungen, die du selber machst. Das heißt, da ist im Prinzip dir deine Grenze aufgezeigt worden und du müsstest jetzt schauen, wie kann ich diese überwinden? Welche Profession, welcher Beruf kann mir dabei helfen? Gehe ich zu einem Orthopäden, gehe ich zum Physiotherapeuten, Osteopathen, Chiropraktiker, was auch immer. Und du solltest dir aber auf jeden Fall Hilfe suchen, weil du offensichtlich nicht weiterkommst mit den Geschichten. Es kann sein, dass da ein Wirbel blockiert ist, dass da mehrere Wirbel blockiert sind, dass da vielleicht sogar strukturell ein Schaden vorliegt an den Wirbelkörpern, sowas wie ein Gleitwirbel. Es gibt ganz, ganz viele Probleme und offensichtlich reicht es nicht oder reichen die Methoden, die du anwendest, nicht aus, damit es gänzlich verschwindet. Von dem her, ja, solltest du nochmal einen Profi zu Rate ziehen. Chronisches Nackenleiden, das ist jetzt auch nichts Fremdes von der Frage eben. Ganz, ganz viele Fragen immer wieder nach meinem Werdegang, was ich so an Ausbildungen gemacht habe. Hier wieder zwei, drei. Dazu kommt auch nochmal ein eigenes Video. Und offensichtlich findet ihr Füße auch ganz toll. Schmerzen an den Füßen. Habe ich ja letztes Mal schon jetzt eine Frage beantwortet. Da komme ich auf jeden Fall nochmal auf euch zurück mit einem schönen Video. Nur für die Plantarfaszitis, Fersensporn, für diese ganze Geschichte. Und ja, Joggen, ist Joggen gut? Kurze, knackige Frage. Ja, die nehmen wir doch mal. Jein, kann man so ganz genau nicht sagen. Eigentlich ist Joggen natürlich gut, vor allem fürs Herz-Kreislauf-System, ganz tolle Geschichte. Solltest du aber ja ein strukturelles, orthopädisches Problem haben, Kniegelenksarthrose, Sprunggelenksverletzungen, Arthrose, Hüftarthrose, Bandscheibenvorfälle, ist es sicherlich zumindest erstmal fraglich, ob du mit Joggen anfangen solltest. Joggst du schon dein Leben lang und wiegst auch nicht besonders viel und kannst du sicherlich weiter das Ganze betreiben in einem Ausmaß, was dein Körper dir erlaubt. Die Grenzen werden dir ja auch ziemlich schnell selber aufgezeigt und dann müsstest du daran trainieren, diese Grenzen ja von dir wegzuschieben, die zu erweitern. Das heißt, wenn du nach 20 Minuten Knieschmerzen bekommst, trainiere deine Strukturen so, dass du vielleicht 20, 25, 30 Minuten laufen kannst und so steigerst du dich dann sukzessive. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen übergewichtiger bist und einfach mit Joggen anfangen möchtest, würde ich dir raten, erstmal ja, Sportarten zu machen, wie Fahrradfahren, Schwimmen, dass du ein bisschen vom Gewicht runterkommst, deine Koordination trainierst, deine Muskeln erstmal trainierst, dass sie bereit sind dafür und dann kannst du auf jeden Fall auch ja, ganz normal joggen gehen. Liebe Leute, ich hoffe, es waren jetzt fünf und ihr straft mich nicht als Lügner. Ja, wenn euch das Format gefällt, schreibt mir gerne auch unten in die Kommentare, dass ihr da in Zukunft auch weiterhin Bock drauf habt und beteiligt euch rege an meinen Fragerunden bei Instagram. Ich werde die Fragen, die ich jetzt nicht beantwortet habe, heute oder morgen auch nochmal bei Instagram dann direkt in kurz beantworten. Und ja, ansonsten folgt mir, liked den Kanal, folgt mir auch auf Instagram, damit ihr die Fragerunden nicht verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.